Unerklärliche Vermisstenfälle, rätselhafte Doppelmorde und ein Verfolgungswahn, der mit dem Tod endete. Hier sind drei ungelöste Kriminalfälle, welche die Ermittler noch immer vor schier unüberwindbare Rätsel stellen. Blair Adams. Am 11. Juli 1996 machten einige Passanten in Knoxville, Tennessee, eine wahrlich bizarre Entdeckung. So stießen sie auf dem Parkplatz eines Hotels auf den leblosen Körper eines jungen Mannes, um den herum Dutzende Geldscheine aus drei verschiedenen Ländern verstreut lagen. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Opfer um den 31-jährigen Kanadier Blair Adams handelte, dessen Tod durch einen heftigen Schlag in die Magengegend verursacht worden war. Tatsächlich soll sich Blair in den Tagen vor seinem Tod überaus seltsam verhalten haben. So behauptete er immer wieder, dass ihn jemand töten wolle. Um seinen Verfolgern zu entkommen, legte er tausende Kilometer zurück, ehe er schließlich in Knoxville ankam. Kurz vor diesem verzweifelten Trip hob er sein gesamtes Geld vom Konto ab und kratzte alle Wertgegenstände zusammen, die er besaß. Als er am 7. Juli die kanadisch-amerikanische Grenze passieren wollte, verweigerten ihm die US-Behörden die Einreise. Ein alleinreisender Mann, der tausende Dollar bei sich trug, wirkte auf die Beamten wie ein potenzieller Drogendealer. So kam es, dass sich Blair am nächsten Tag wieder auf seine Arbeit einfand, wo er allerdings umgehend kündigte. Am Nachmittag kaufte er wiederum ein Ticket für einen Flug von Vancouver nach Frankfurt. Statt den gebuchten Flug jedoch anzutreten, mietete Blair jedoch ein Auto, mit dem es ihm dieses Mal gelang, die amerikanische Grenze zu passieren und nach Seattle zu gelangen. Von dort aus flog er nach Washington, wo er sich erneut einen Mietwagen organisierte und nach Knoxville fuhr. Auf die Angestellten des Hotels, in das sich Blair einquartierte, hinterließ er einen bleibenden Eindruck. So wirkte der junge Mann nervös, hektisch und blickte sich immer wieder panisch um. 12 Stunden später wurde Blairs halbnackte Leiche auf dem Hotelparkplatz gefunden. Die Untersuchung des von Schürfwunden und Blessuren übersäten Körpers ließen keinen Zweifel daran aufkommen, dass sich Blair einen heftigen Kampf mit seinem Mörder geliefert hatte. Tatsächlich fanden die Ermittler sogar eine Haarsträhne in Blairs Hand, von der sie vermuteten, dass sie vom Täter stammte. Trotz dessen konnte die Identität des Mörders, der sein Opfer zudem allem Anschein nach auch noch sexuell missbraucht hatte, niemals ermittelt werden. Dean Lewis. Wir schreiben den 28. Januar 1993, als sich Karen Lewis zusammen mit ihrer kleinen Tochter auf dem Weg nach Dallas begibt. Ihr Ehemann, der 39-jährige David, hatte sich wiederum dazu entschlossen, in der Heimatstadt der Familie, Amarillo, zu bleiben. Als Karen schließlich am 31. Januar nach Hause zurückkehrte, schien dort zunächst alles wie gewohnt zu sein. So hatte David den Videorekorder angeschaltet, um den heiß erwarteten Super Bowl, der an diesem Tag stattfinden würde, aufzuzeichnen. Auch seinen Lieblingssnack, zwei Truthahn-Sandwiches, hatte sich der Familienvater allem Anschein nach erst vor wenigen Augenblicken zubereitet und im Kühlschrank abgestellt. Seine Uhr und den Ehering hatte der Richter wiederum auf dem Wohnzimmertisch abgelegt. Das Unerklärliche? Von David selbst fehlte jede Spur. Zunächst vermutete Karen, dass sich ihr Mann kurzerhand dazu entschlossen hatte, das Footballspiel bei einem Freund anzuschauen. Als David jedoch auch am nächsten Tag nicht wieder auftauchte, alarmierte die besorgte Frau die Polizei. Dabei gelang es den Ermittlern schnell, einige von Davids Aktivitäten kurz vor seinem rätselhaften Verschwinden zu rekonstruieren. So verließ David am 28. Januar schon mittags seine Anwaltskanzlei. Zuvor hatte er seinen Kollegen mitgeteilt, dass er sich nicht gut fühle und nach Hause gehen wolle. Später am Tag wurde Davids Kreditkarte dann an einer Tankstelle benutzt. Am Abend nahm der Richter wiederum einen Termin am Amarillo College wahr, wo er angehende Juristen unterrichtete. Während all diese Aktivitäten zunächst nicht wirklich ungewöhnlich erscheinen, sollten sich von diesem Zeitpunkt an die unerklärlichen Umstände häufen. So wurde David am 29. Januar dabei beobachtet, wie er hektisch durch den Flughafen von Amarillo eilte, ohne jedoch auch nur ein einziges Gepäckstück bei sich zu tragen. Am 30. Januar wurden wiederum stolze $5.000 auf das gemeinsame Konto des Ehepaares Lewis eingezahlt. Ein Taxifahrer, der den Vermissten auf den Fotos erkannte, gab an, dass er David am 1. Februar von einem Hotel in Dallas zum lokalen Flughafen gefahren hatte. Obwohl der Familienvater von seinen Angehörigen stets als freundlich, gut gelaunt und entspannt beschrieben wurde, soll er während der Taxifahrt überaus nervös gewirkt haben. Noch geheimnisvoller, Davids Auto wurde später vor dem Gerichtsgebäude gefunden. Die Schlüssel für das Auto und sein Haus sowie das Scheckbuch, die Kreditkarten und der Führerschein lagen unter einer Fußmatte. Karen bestätigte gegenüber der Polizei, dass sich auch alle anderen persönlichen Gegenstände ihres Mannes nach wie vor zu Hause befanden. Schließlich fanden die Ermittler heraus, dass zwei Flugtickets auf Davids Namen gekauft worden waren.
Da sich also keine Anzeichen für ein Verbrechen finden ließen, gingen die Beamten davon aus, dass David aus welchen Gründen auch immer aus freiem Willen verschwunden war. Karen glaubte jedoch nicht an diesen Erklärungsversuch. Wenn sich ihr Mann wirklich aus dem Staub machen wollte, wieso ließ er dann all seine persönlichen Gegenstände zu Hause? Schließlich offenbarte Karen, dass David ihr kurz vor seinem Verschwinden etwas sehr Beunruhigendes erzählt hatte. So gab er an, dass sein Leben in Gefahr sei, nannte jedoch keine weiteren Details. Als der Richter spurlos verschwand, hätte er kurze Zeit später vor Gericht gegen seine frühere Kanzlei aussagen sollen. Offenbar besaß David viele Informationen über die illegalen Machenschaften seiner früheren Partner und war gewillt, diese offenzulegen. Karen glaubte, dass das Verschwinden ihres Gatten im direkten Zusammenhang mit dem bevorstehenden Prozess stand. Da die Ermittler jedoch keine weiteren Hinweise auf Davids Verbleib entdecken konnten, sahen sie sich dazu gezwungen, den Fall auf Eis zu legen. Und so vergingen die Jahre, ohne dass David auch nur ein Lebenszeichen von sich gab. Es sollte bis zum Jahr 2004 dauern, ehe ein Detective aus Washington doch noch etwas Licht ins Dunkel brachte. Auf Davids Verschwinden aufmerksam geworden, erinnerte er sich an einen seltsamen Fall von Fahrerflucht, der sich am 1. Februar 1993 ereignet hatte. Damals war ein Mann auf einer einsamen Straße von einem Auto angefahren worden. Der Unbekannte sollte den Unfall nicht überleben, auch das darin verwickelte Fahrzeug konnte nie identifiziert werden. Da der Tote jedoch keinen Ausweis bei sich trug, liefen die Bemühungen der Ermittler, dessen Identität zu enthüllen, ins Leere. Schließlich sollte eine DNA-Analyse doch noch Gewissheit liefern. Der überfahrene Mann und David Lewis waren ein und dieselbe Person. Obwohl Davids Schicksal letztlich aufgeklärt werden konnte, bleiben viele große Fragen über das letzte Kapitel seines Lebens bestehen. Was veranlasste den Familienvater dazu, mehr als 2500 Kilometer von seinem Zuhause entfernt an einer Straße entlang zu laufen? Wieso verließ er Frau und Tochter in einer überstürzten Nacht- und Nebelaktion? War er womöglich entführt worden? Und falls ja, von wem? Und nicht zuletzt, handelte es sich bei dem Unfall, der zu Davids Tod führte, wirklich um ein tragisches Unglück oder steckte viel mehr dahinter? Leider können all diese drängenden Fragen noch immer nicht beantwortet werden. Mary Lou Morris und Mary McGinnis Morris. Am 12. Oktober 2000 verabschiedete sich Mary Lou Morris wie gewohnt von ihrem Ehemann, um sich auf den Weg zur Arbeit zu machen. Daraufhin wurde sie nie wieder lebend gesehen. Tatsächlich sollte die 48-jährige Bankangestellte an diesem ominösen Tag niemals auf der Arbeit erscheinen. Kurz darauf wurde eine stark verkohlte Leiche in einem Autowrack gefunden. Das Opfer konnte später als Mary Lou Morris identifiziert werden. Aufgrund der schweren Verbrennungen war es den Ermittlern jedoch nicht möglich festzustellen, wie die Frau ums Leben gekommen war. Da Mary sich nie etwas zu Schulden hatte kommen lassen, gab es keinen ersichtlichen Grund dafür, warum sie ermordet worden war. Gerade einmal 3 Tage später wurden die Beamten mit einem erschreckenden ähnlichen Fall konfrontiert. Dieses Mal war es die Leiche der 39-jährigen Mary Ginnis Morris, die in ihrem Auto angefahren wurde. Obwohl die beiden Opfer denselben Vor- und Nachnamen besaßen, waren sie nicht miteinander verwandt. Die Polizei begann dann damit, das Leben der verstorbenen Mary McGinnis Morris zu untersuchen. So handelte es sich bei ihr um eine akademisch qualifizierte Krankenschwester, die mehrere Kliniken leitete. Schließlich stießen die Ermittler auf ein auffälliges Detail. Mary hatte sich vor einem Mann gefürchtet, mit dem sie zusammenarbeitete. So soll sie eines Abends ihr Büro vollkommen verwüstet vorgefunden haben. Auf dem Schreibtisch des Mannes waren zudem die Worte "Death to her" eingeritzt worden. Da sich Mary immer mehr vor ihrem Kollegen fürchtete, bat sie ihren Ehemann Mike darum, eine Waffe tragen zu dürfen. Nachdem Mike seiner Frau gezeigt hatte, wie die Pistole funktioniert, platzierte er diese unter dem Fahrersitz von Marys Auto. Einige Wochen darauf fand sich die leitende Krankenschwester wie so oft in der Klinik ein. Einer Kollegin gegenüber äußerte sie, dass sie noch einige Stunden auf der Arbeit bleiben würde, ehe sie einkaufen und dann nach Hause fahren wolle. Später am Tag erhielt eben jene Kollegin jedoch einen alarmierenden Anruf von Mary. So erzählte die in Panik versetzte Frau, dass sie soeben jemanden in der Apotheke gesehen habe, der überaus unheimlich wirkt. Wenige Minuten darauf war Mary McGinnis Morris nicht mehr am Leben. Die Obduktion der Leiche, die wie erwähnt im Auto gefunden wurde, ergab, dass die 39-Jährige brutal zusammengeschlagen und letztlich erschossen worden war. Es dauerte nicht lange, ehe Marys Ehemann Mike in das Visier der Fahnder geriet. Mike beteuerte jedoch, dass er zum Tatzeitpunkt mit seiner Tochter im Kino gewesen sei. Allerdings verweigerte er einen Lügendetektortest und wollte seine Tochter nicht vor den Polizisten befragen lassen. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Polizisten bereits, dass Mary und Mike Eheprobleme hatten. So soll die Krankenschwester eine Affäre mit einem Freund gehabt haben. Zudem wurde kurz vor ihrem Tod eine Lebensversicherung in Höhe von $700.000 abgeschlossen. Tatsächlich gelang es den Ermittlern herauszufinden, dass Mike zum Zeitpunkt des Mordes auf Marys Handy angerufen hatte.
Das Telefonat soll 4 Minuten gedauert haben. Mike selbst gab dazu an, dass er zwar Mary angerufen, diese aber nicht erreicht hatte. Nicht wenige Personen vermuten jedoch, dass Mike damals den Auftragskiller angerufen hatte, den er für die Ermordung seiner Ehefrau engagierte. Doch was hat es dann mit der wenige Tage zuvor getöteten Mary Lou Morris auf sich? Die erschreckende Theorie dazu lautet, sie wurde vom Mörder versehentlich für Mary McChinnis Morris gehalten und umgebracht. So teilten sich die beiden Frauen nicht nur den Vor- und Nachnamen, sondern besaßen zudem noch einige äußere Ähnlichkeiten. Die Ermittler konnten allerdings keine Beweise für diese These finden. Auch der oder die Täter wurden nie gefasst. Beide Mordfälle bleiben ungelöst. Tja Leute, jetzt seid ihr an der Reihe. Was sind eure Gedanken zu diesen rätselhaften Fällen? Schreibt's uns gerne in die Kommentare. Abonniert Topwelt und klickt auf die Glocke, um nie wieder eins unserer Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.